Hallo, liebe Uhrenfreunde, wir melden uns mal wieder zurück. Wir haben ein bisschen eine Pause gemacht, das werden wir jetzt wieder verändern. Es wird jetzt wieder eine ganze Reihe an Bachmann und Scheer Videos geben. Willkommen! Und zwar möchten wir heute über die Highlights 2022 sprechen. Sind außer den üblichen Verdächtigen die bestverkäuflichsten Uhren bei Bachmann und Scheer? Also ich würde gerne nochmal auf unseren Film 2017 zurückkommen, der auch Highlights hieß. Da haben wir über Nautilus gesprochen und über Daytona. Inzwischen ist die Nautilus fünfmal so teuer wie 2017. Die Daytona hat es nicht ganz geschafft mit den fünf, ist aber auch sehr, sehr im Fokus. Also die beiden Uhren sind immer noch dabei, es sind immer noch Hotseller, wobei ich nicht davon ausgehe, dass nochmal mal fünf in den nächsten 5 Jahren Aber vor unser uns Tipp steht. war gut. Unser Tipp ist gut und er Ja, bleibt er gut, bleibt gut. speziell bei den Modellen, die nicht mehr hergestellt Genau. werden, wie der Daytona mit der Stahllünette und der Nautilus 5711 in Gold oder in Stahl. Genau, auch die Rosé-Goldene wird eben nicht mehr produziert und hat eben das Potenzial, in den nächsten Jahren, obwohl sie schon teuer ist, noch weiter zu steigen. So, wir haben jetzt nicht die aktuelle Daytona mitgebracht, sondern das Vorgängermodell. Warum? Ich meine, die aktuelle mit der Keramiklünette ist schon eine attraktive Uhr. Ich mag die. Auch gut verkäuflich. Ist sehr gut verkäuflich. Warum liegt jetzt die? Die ist, hat irgendwie angezogen. Die war, ich kann mich erinnern, wir haben vor 5 Jahren, glaube ich, mal die noch für 10.000 Euro pro Stück gekauft, neuwertig. Und diese Uhren haben je nach Ausführung, da gibt es ja unterschiedliche Handelswerte, die auch ein Vielfaches davon entsprechen. Also die hat sich ganz, ganz toll entwickelt, vor allen Dingen aber verkaufen wir sie wahnsinnig schnell. Und unsere These natürlich, alles, was nicht mehr produziert wird, alles, was sehr attraktiv ist und alles, was technisch eine Ja. Herausforderung darstellt, die du heute nicht mehr im Laden kaufen kannst, hat eigentlich den Fokus auf Gewinn und Zugewinn und vor allem immer mehr Leute im Markt. Sprich, das wird gefragt und was gefragt ist, ist mehr wert. Schau mal, als Einsteigermodelle, früher hat man für das Geld richtige große Uhren schon bekommen, sind wir jetzt bei einer Rolex Air King angekommen. Das war früher eine Uhr, die viele Leute mit dem Allerwertesten nicht angeschaut haben. Das ist mittlerweile eine extrem gut verkäufliche, schnell verkäufliche Uhr. Wir müssen auch mal erklären, draußen im Geschäft kann man ja jetzt einfach nicht mehr eine Rolex kaufen gehen. Nein, es wird ja fast nichts ausgeliefert und das Erking-Modell ist jetzt eingestellt worden mit diesem Gehäuse und die Uhren bringen sehr schnell 10, 12, 13.000 Euro. Der Nachfolger sieht aber genauso aus, hat nur das neue Werk. Ja, ein bisschen kleine Veränderungen, aber das ist einer dieser Uhren, die du auf alle Fälle bedenkenlos kaufen kannst und die Größe passt und die Leute schlagen sich bei uns darum. Eine andere Marke, die wirklich Furore gemacht hat, da haben wir 2017, glaube ich, noch wenig drüber geredet, ist die Speedmaster. Die Omega überhaupt ist stark geworden. Und die Speedmaster in ihren vielen, vielen Variationen, Editionen, NASA, Snoopy, was es da alles gibt, die verkaufen wir wie geschnitten Brot. Sind halt auch oft noch Preisklassen unter 20.000 Euro, teilweise Preisklassen unter 10.000 Euro auch dabei Alles viel Geld. und individuelle Produkte von der Größe, super schöne Uhren mit einer tollen Geschichte, also auch Sachen, die wir auf alle Fälle beide Daumen hoch geben und wo wir schon merken im Geschäft, das ist sehr, sehr, sehr nachgefragt. Die Frage ist noch, ja, warum liegen hier zwei GMTs, eine aus den 70ern und eine ganz moderne? Kosten tun sie fast gleich viel. Und das ist eigentlich der Schocker. Also du kriegst heute eine goldene Vintage-Tigerauge für den Preis einer gebrauchten aktuellen Stahluhr. Da krieg ich Herzklopfen. Als Sammler würde ich mich immer für die alte entscheiden, weil es für mich gar nicht anders geht. Der Markt findet aber beides gleich interessant. Also wir verkaufen auch eine sehr, sehr schöne goldene Tigerauge
fast genauso rasch wie eine neue Stahl-Pepsi. Es ist nur interessant, dass sie gleich viel kosten, circa. Und das ist schon beeindruckend. Also mein Vater hätte das nicht verstanden, dass eine Golduhr nur so viel kostet wie eine Stahluhr. Das hätte er nicht nachvollziehen können. Die neuen GMT Master sind eben dermaßen gefragt. Also wir reden hier von Wartelisten auf über 10, 15 Jahre und deswegen auch der Aufpreis. Die Uhren werden heute um die 30.000 Euro gehandelt in blau-roter Lünette. Das ist schon... Würdest du das doch noch empfehlen zu kaufen? Ist das jetzt zu teuer? Überhaupt nicht. Der Markt saugt das auf. Das ist ein Schwamm. Welche würdest du kaufen? Beide. Sag mal, hier liegt eine Wascherung. 2017 haben wir keine Wascherung auf dem Tisch gehabt. Was ist da passiert? Die sind ja irgendwie ganz attraktiv geworden. Die haben sehr viel sehr richtig gemacht. Und das fängt mit dem Werk an, hört mit der Bandsymmetrie auf, die Zifferblatt-Varianten. Die Uhren sind extrem gefragt und sind in diesem Sausewind von Nautilus und Royal Oak mit hochgeschossen. Sind absolut ganz gut verkäufliche Uhren. Das ist auf jeden Fall ein Tipp für uns. Schaut auch Richtung Vacheron Constantin. Mhm. Zum Thema Daydate, hier liegt eine Platin-Daydate, die nicht mehr gebaut wird. Eine 41 mm Daydate in Platin mit diesem eisblauen Blatt. Wir haben ja mal einen Film über die Daydate gemacht. Auch da, wenn jemand zugeguckt hat und sich was gekauft hat, wird sich sehr freuen über die Wertentwicklung, weil die Daydate-Uhr, ist das ein Hotseller bei uns? Es ist ein Hotseller. Wieso? Die glatte Lünette wird jetzt auch nicht mehr hergestellt, sondern nur noch mit geriffelter Lünette. Die Uhr ist in ihrer Preisklasse auf jeden Fall ein Hotseller. Für dich. Und für meine Größe gibt es ja auch in 36 mm. Es gibt einfach nichts Vergleichbares. Und Daydate hat uns allgemein überrascht, wie viel Nachfrage nach Daydate in den letzten 1,5 Jahren entstanden ist. Für uns nachvollziehbar, weil es von der Symmetrie her einfach eine fantastische Uhr ist für jeden Tag. Und die Leute ein bisschen müde sind von den ganzen Sportmodellen. Sowohl die modernen als auch die Vintage-Modelle mit speziellen Zifferblättern, ob das Onyx ist oder Stella Dials, die sind sehr, sehr gefragt, die sind attraktiv. Und das hat uns ein bisschen überrascht, weil die waren nie so im Fokus vorher. Nein. Du hast eine Royal Oak am Handgelenk, ich auch. Ich habe mir das heute bewusst angezogen. Du trägst, glaube ich, deine ziemlich viel. Was haben wir denn hier dabei? Also eine ganz, ganz spezielle Uhr. Ein Jubiläumsmodell. 93, 94 wurden die gebaut, bis 95, 96 sind, glaube ich, die letzten ausgeliefert worden, mit rosafarbenen Zifferblatt, dieses Salmon Dial, eine Uhr, die auch eine unglaubliche Entwicklung hinter sich hat, und auch wenn wir sowas haben, da erreichen uns ganz, ganz viele Anfragen innerhalb von einem Tag. Also das sind Uhren in einer Preisklasse, die sehr hoch ist, und trotzdem ist es ein Hotseller, kann man das so sagen? Für das, dass die Uhr ein paar hunderttausend Euro kostet, ja. Ich meine, es gibt vergleichsweise dann halt dann doch wenig Leute, die ein paar hunderttausend Euro von der Armbanduhr ausgeben können, wollen oder möchten. Aber davon abgesehen ist die Uhr so rar auf dem Markt, dass immer mehr in diesen Markt einströmen. Mhm. Vor allem international ist die Aufmerksamkeit da über die großen Medien. Und Auktionshäuser. Und Auktionshäuser pushen speziell diese Produkte aus den 80er und 90er Jahren jetzt. Und mit Recht muss man da mal genauer hinschauen. Aber wir haben noch was Neues hier auf dem Tisch. Das liegt auf dem zweiten Tableau. Und das ist eigentlich für uns die wirkliche Überraschung. Ja. Der Fokus vieler Sammler, vieler Käufer, vieler Kunden geht inzwischen auch auf sehr, sehr kleine Uhrenhersteller, die zwischen 500 und 2000 Uhren im Jahr nur machen. Unter anderem haben wir jetzt eine Chapek mitgebracht. Chapek ist für mich einer der spannendsten Hersteller. Ja. Wir sind letztes Jahr Konzessionär von Chapek geworden. Was bietet die an? Die haben ein Inhouse-Kaliber, das wirklich hervorragend verarbeitet Großartig. Ist. Mit einem Planetenrotor und das ist für uns das Aufregende gewesen, ein wasserdichtes Gehäuse mit Stahlband. Also diese Kombination hat uns sofort mitgerissen und inzwischen eigentlich unser absoluter Topseller. Wir haben die Uhren selten länger wie einen Tag. Die sind auf 6 Monate schon ausverkauft. Bauen auch nur 1200 Uhren pro Jahr. Oder 1400, das kommt immer, versuche jetzt die Kapazität ein bisschen zu erhöhen. Aber du warst auf der Watch and Wonder, hast mit denen geredet. Ja. Die sind bei dieser kleinen Stückzahl und sagten dir auch, dass die Jahresproduktion eigentlich bis 23 eigentlich durchverkauft ist. Also alles, was kommt, ist eigentlich schon weg. Und wir haben auch Vorbestellungen und haben zum ersten Mal eine Warteliste mit Kunden, die fix nehmen, wenn wir eine Uhren bekommen. Also das kennen wir nicht, wir sind ja eigentlich nicht die klassischen Konzessionäre, stehen aber komplett hinter der Marke
Chappik. Es gibt aber neben Chappik natürlich und der großen kleinen Marke FP Jaune Laurent Ferrier. Wir haben hier ein wunderbares Modell mit einem großartigen grünen Zifferblatt. Gefällt mir ganz hervorragend. Auch diese Uhren. Die Werke sind gigantisch gemacht. Sind beeindruckend verarbeitet. Für mich absolut auf Vacheron oder Patek-Niveau. Und ich verstehe, warum viele Leute sich diesem Thema annehmen. Du hast einfach alle anderen Sachen schon gesehen oder unter Umständen schon in deiner Sammlung. What's next? Da kannst du eigentlich nur noch Vintage machen. Oder du kümmerst dich um dieses Thema, wer kommt denn von der Seite? Und da ist oder Einspruch, weil lange ist seit den 90er Jahren unterwegs. Und wir haben immer lange gemocht und immer gut verkauft. Was ist denn da jetzt passiert? Wir sind also total überrascht. In den letzten Jahren sind die lange Uhren preislich, aber auch von der Nachfrage her, von der Geschwindigkeit des Verkaufs in ganz neue Dimensionen nach oben gekommen. Also wir können es gar nicht glauben, wie schwer das jetzt ist, eine tolle Lange zu bekommen. Und wenn sie da ist, ist sie eigentlich auch gleich wieder weiter. Also ein Datograph war lange Jahre schon immer ein Favorit, wegen dem unglaublichen Werk. Das ist das schönste Chronographenwerk auf dem Markt, nach wie vor, meiner Meinung nach. Und der Preis hat sich fast verdreifacht und die Uhr verkauft sich trotzdem. In den letzten 6 Monaten, muss man sagen. Also der Fokus auf das Modell kam eigentlich erst durch viele Foren und auch Auktionshäuser, die gesagt haben, hey, schaut euch doch mal lange aus den ersten 5 Jahren an der Produktion. Und ganz ehrlich, das haben dann Gott sei Dank viele gemacht. Die Uhren waren immer unterbewertet und die kriegen jetzt die Aufmerksamkeit, die sie auch verdienen. Ja. Also Lange ist eigentlich ein deutscher Kleinserienhersteller, der bisher international eben nicht die Aufmerksamkeit genoss wie heute. Und da ist ganz, ganz viel passiert. Also ein echter Tipp für uns, Richtung Lange zu gucken. Neo-Vintage. Was ist denn sonst noch passiert, über das du sprechen möchtest im Jahr 2022? Es ist ein besonderes Jahr. Gibt es sonst noch was im Uhrenmarkt, was besonders ist, außer dass man Rolex-Uhren nicht mehr kaufen kann und die gefragten Uhren vieler Marken nur noch auf Wartelisten zu bekommen sind? Das nervt ja. Ja, der Vintage-Markt hat sich nochmal stärker fokussiert auf gewisse Modelle und die Schönheit einer alten GMT, die Wurzeln, die eine Handaufzugs-Daytona für die neue Daytona gelegt hat, das ist, glaube ich, was immer mehr auch bemerkt wird. Und die Leute sammeln das, die Leute sind immer besser informiert über die Produkte und wir verkaufen das sehr, sehr gut und haben da eine sehr hohe Nachfrage danach. Aber ganz ist klar, Saphirglas-Uhren oder Uhren aus den letzten 20 Jahren sind sicher durch diese großen Medien so stark bemerkt worden, dass Gott sei Dank auch junge Leute sich für so eine Uhr interessieren, für ihre erste Uhr interessieren, ob das jetzt eine Speedmaster ist oder auch eine Airking oder eine Tudor, die ja fantastische Geräusche machen. Ja. Welche Uhr empfiehlst du denn heute einem 18- bis 22-Jährigen, der, sage ich mal, die erste Qualitätsuhr sich anschaffen möchte? Das ist ja immer schon noch viel Geld, wenn du anfängst zu arbeiten. 2.000, 3.000 Euro mal abzuknapsen, du kannst dich erinnern, wie das bei dir war, das ist ja ein Aufwand. Was würdest du dir denn da heute kaufen? Bist du da bei Tudor oder kaufst du dann eine Grand Seiko? Weil diese Uhren am Tisch hier, die sind out of reach, die kriegst du nicht mehr dafür. Nee, man kriegt ja auch keine Rolex mehr unter 7.000, 8.000 Euro. Schrecklich. Eigentlich ist Tudor, finde ich, von der Qualitätsanmutung her, mit Grand Seiko und Omega, das muss man alles in einem Atemzug nennen, das sind die drei, wo du vielleicht noch wo einsteigen kannst, in eine gebrauchte Uhr oder in den Klassiker, der neu verkauft wird, kriegst du ja auch fast nichts mehr unter 4.000 Euro. Da kriegt man noch ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Uhren sind eigentlich fantastisch von der Verarbeitungsqualität. Wir sagen immer, was kaufen, was einen wirklich mit dem Herzen berührt und nicht nur mit der Idee, dass die mal mehr wert wird. Wir haben festgestellt, Uhren, die besonders schön sind, setzen sich über die Jahre immer durch, werden auch mehr wert, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Film ein paar Sachen gezeigt oder auch erzählt haben, die für euch von Interesse sind. Wir sind in den nächsten Wochen dran, neue Filme zu drehen. Bleibt dran, abonniert den Kanal und wir freuen uns immer, wenn ihr uns kommentiert. Alles Gute. Ciao. Thank you.